Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dwarf Fortress mit dem Phoebus Grafikpack. Und das ist Folge Nummer 18. Continue playing, laden wir unseren Spielstand. Nochmal Enter müssen wir da drücken. Gut, und dann wollen wir mal schauen, wo wir da so sind, ne? Gut, erstmal Leertaste, damit die laufen können. Ja, da haben wir eine Zugbrücke, die hatten wir mit dem da verbunden. Wir müssen mal gerade gucken, was wir noch so an Betten haben, ob da schon was fertig ist. Gut, da sind auf jeden Fall Betten fertig und wir brauchen ja auch noch welche. So, dieses Bett sehe ich gerade, steht eigentlich falsch. Das müsste da stehen. Aber naja, da wollen wir jetzt mal nichts machen, ne? Noch ein Bett da drüber. Und weiter geht's hier oben. Frosch im Hals. Ja, jetzt habe ich nicht die B-Taste gedrückt, sondern erst die Pfeiltaste. Dann hat man einen langen Weg. Naja, wenn man jetzt sofort B drückt, springt der Cursor nicht wieder irgendwo anders hin, sondern bleibt da, wo er zuletzt war. Da muss man drauf achten, ne? Gut, die Betten sind alle weg. Jetzt haben wir noch Türen. D war das, ne? Brauchen aber noch welche. Okay, keine Türen da. Dann drücken wir mal da uns wieder raus. Ja, Türen müssen wir dann noch bauen. Dann lass uns mal gerade gucken, ob wir irgendeinen Workshop hier, der Masons, ja, der ist schon voll damit gestopft, der soll das eigentlich schon probieren, aber macht er noch nicht. Da werden noch mehr Betten gemacht, das ist gut. Was ist hier? Make Rockcrafts. Und hier in der Destille wird nichts gemacht. Add New Task. Brauen wir da mal und repeaten wir das in der Hoffnung, dass da auch was gebraut werden kann. Da ist der Tanner, der ist klar, der macht das dann schon. Butcher's Shop. Müssen wir irgendwas schlachten. Farmer's Shop. Ja. Was sollen wir da machen? Make Cheese. Machen wir da mal Make Cheese, gucken, ob das geht. Ne, Make Cheese kann er nicht machen. Er muss erstmal Milch haben, ne? M. Und dann Cheese maken. Ah, jetzt haben wir es wieder weggemacht. Wir sind Helden. Milk Creator A und dann C, Mac Cheese. In der Hoffnung, dass er da noch Milch hat, dann kann er auch Käse eigentlich machen, oder? Gut, gucken wir weiter. Wo sind wir jetzt? Hier oben haben wir noch einen Carpenter's Shop. Und da Konstruktmechanismen. Okay, die werden noch gemacht. Und hier ist noch mal ein Carpenters Workshop. Dann machen wir noch ein paar Barrels. Mit V sind die, ne? Genau. Gut, okay, das soll reichen. Dann gucken wir mal gerade in unsere Liste hier rein, wie viel Essen und Trinken wir haben. Essen 8473, das sind reichlich, und Trinken nur 37. Das ist ein bisschen knapp. Da müssen wir mal gucken, dass wir da noch mehr kriegen. Samen haben wir genug, irgendwie nur nicht. Ja, gucken, müssten wir mal gucken, welche Samen wir da haben, ne? Da müssten wir mal hier oben in Stocks, glaube ich, gucken. Da können wir sehen, welche Seeds das sind. Wo sind wir denn da? Mit Seeds ein höher, da sind sie. Plump Helmet Spawns, Pigtail Seeds, Prickleberry Seeds, Wild Strawberry Seeds. Also Samen haben wir ja eigentlich genug. Warum werden die denn da nicht alle angepflanzt? Vor allem die Plump Helmets. Da müssen wir mal gerade gucken. Da werden Dimple Cups angebaut. Da werden Plump Helmets angebaut. Da werden Dimple Cups angebaut, richtig? Da Plump Helmets. Ja, die werden auch angebaut. Nur gerade nicht so viele, oder wie sehe ich das? Ja, wir müssen mal gerade gucken, eine Etage tiefer gehen, weil ich glaube, in der Etage tiefer hatten wir ja auch noch die Möglichkeit, glaube ich. Hier müsste eigentlich auch noch sowas wachsen. Und da müssen wir
Buildings machen und dann, wo sind sie? Farm Plots ist P. Gut. Und die müssen wir mit Größe, Kleine, mit U und M und sowas machen. So, mehr geht nicht. Und breiter, so. Das ist das Größte, gut. Warum auch nicht? Machen wir so. Machen wir da mal hin. Ja, blinkt, muss gemacht werden. Schauen wir mal weiter. Ups, einen zu weit. Return to game. Er ist da noch am Aushöhlen. Das müsste eigentlich alles gehen. Nehmen wir mal die Pause raus und wollen wir mal gucken, ob da einer hinkommt. Er ist da schön am Meißeln. Macht den Raum frei. Ja, da unten steht, dass er die Milch nicht, den Käse nicht machen kann, weil er keine Milch hat. Na dann. Gut, der ist am Fuhrwerken, da kommt jemand und gräbt da um wohl, ne? Ja. Der baut da weiter, das ist gut. Da kommt einer und holt wahrscheinlich noch einen Stein. Das ist nämlich Mason. Da steht Needs Plump Hermit Spawn. Aber wir haben noch irgendwie 125 über. Wo sind die denn, bitteschön? So, das ist doch wohl fertig. Jetzt gehen wir mal dahin. Gucken wir mal. Ah. Mit der Plus-Taste können wir runter und dann setzen wir da mal Plump Helmets im Frühling ein. Dann B. Gehen wir auch auf Plump Helmets. Habe ich jetzt bei A die Leertaste gedrückt. Auf jeden Fall ist es weiß, das passt dann. Dann C. Plump Helmets. Und D. Plump Helmets. Gut. D weiß, A ist es weiß und bei B ist es auch weiß. Das sind schon mal definitiv die Plump Helmets, die da auch noch wachsen sollen. So, dann gehen wir mal ein tiefer. Das war Buildings und P war das, ne? Farm Plot, oder? Ja. Dann gehen wir hier hin. Mit U geht das größer. Und mit K auch. Gut. Das da auch hin, dann kann das da auch gebaut werden. Und zwei höher müsste ja auch noch gehen, ne? Nochmal P. Und K. Passt. Dann setzen wir den auch hin. Escape, da raus. Er macht gerade noch fertig, dann können wir da auch schon eine Farm bauen. Build, P. Mit U werden wir größer. Und mit K auch. Und die setzen wir da hin. Gut, dann lassen wir die erstmal gerade bepflanzen auch. Kommt ja schon ein Pflanzer, ein Farmer, ein Bauer. Da oben müsste auch gehen. So, er buddelt da oben weiter. Alles prima. So, was haben wir noch vor? Eine Etage tiefer hatten wir vor, Lagerflächen zu machen. Ne, zwei tiefer sogar, aber da ist noch nichts ausgehöhlt. Das geht also noch nicht. Auf jeden Fall sind hier schon mal drei Farmer, die sich bemühen, etwas zu tun. Das ist doch schon mal schön. Davon sind zwei ja schon mal fertig. Dann wollen wir doch mal
gleich loslegen. Dieses ist ja schon ausgewählt. Dann machen wir dieses Feld noch. Erstmal auf Frühling. Ja, Dimple Cups. Im Frühling B, im Sommer Dimple Cups. C, Dimple Cups. Und D, nochmal Dimple Cups haben wir dann. Gut, da passt's. Der ist noch am Ackern, dann gehen wir da oben hin. Da machen wir jetzt mal was anderes hin. Quail Bushes. Warte, erstmal gehen wir auf A. Gut. Dann auf B. Da gehen die auch. C. Da gehen die auch. Und D gehen die nicht. Dann machen wir dann da die Dimple Cups nochmal hin, wenn es denn klappt. Gut. Escape. Und dann haben wir noch einen Acker, der da, wo der Farmer noch steht. Dann müssen wir gleich machen, sobald er weg ist. So, der ist weg, das heißt, oder weg ist er noch nicht, aber er ist unterwegs. Das heißt, da geht's auch. A. Sweet Pots. B. Sweet Pots. C. Ja, C haben wir keine Sweet Pots. Was haben wir denn bei A? Haben wir alles schon durch. Im Frühling geht nur die Sweet Pots. B geht mehr. Pigtail, Cave Weed und Sweet Pots. Cave Weed und Pigtail geht bei B. Und bei C? Naja. Geht das nicht. Dann machen wir da Pigtails oder Caveweed. Ich weiß nicht, wenn wir es haben. Caveweed machen wir da noch hin. Und in D sind ja nur zwei Sachen. Ich glaube, da unten hatten wir schon Dimple Cups gemacht. Dann machen wir da Plump Helmets noch bei. So, eigentlich sollte das jetzt so sein, dass das fertig dafür ist, in Anführungsstrichen. So, der buddelt sich da durch. Da kommt schon einer. Was macht der? Der läuft hoch mit einem Samen, glaube ich, richtig. Und der pflanzt da schon was ein. Das ist doch wunderbar. Dann läuft da was. Da unten kommt auch jemand, der hat einen roten Korn dabei. Das ist ein Plump Helmet wohl. Gut. Der da unten schreit schon wieder, dass er ein Plump Helmet spawnen braucht. Gut. Okay, da wird auf jeden Fall was angebaut. Gehen wir mal gerade hier noch gucken. Oh, der Steinlager ist schon fast voll. Der holt überall die Steine jetzt weg. Und die letzten zwei sind das schon. Ja, aber warum geht der Mason immer in den Keller, holt die Steine da weg, anstatt die da wegzuholen? Können wir dem das sagen, wo er die herholen soll? Da müssen wir mal gucken, ne? Hier die Türen. Workshop Profile, was ist das? Ah, das ist das nicht. Workshop, Remove Building, da ist jetzt nichts. Wo man ihm sagen kann, dass er die Steine von da holen soll. Das ist aber echt doof. Workshop Profile, aber das ist. Warum ist das? Das sind die. Ach, da kann man. Wahrscheinlich sagen, wer da drin arbeiten soll. Okay. Einmal nach da links. Oben gucken. Okay, da wird noch was angebaut.
sind das hier für Samen? Müssen wir mal mit K gucken, ne? Prickleberry Seeds. Was wird hier denn angebaut? Das kann man da nicht sehen. Da kann man nur sehen, dass ein Farmplot ist. Und das wird da dann genauso sein. Das müssen wir dann anders machen. Und zwar... Mit T müsste das eigentlich gehen. Plump Helmet Spawn. Da ist nichts drin. Und da sind Plump Helmet Spawn. Ja, die wachsen. Und der wächst natürlich auch. Können wir hier eigentlich in unser... Ne. Ach so, da ist die Row Under Zit Bridge ausgewählt jetzt. Dump for Bed View Remove Building. Da ist ein Undersit-Mechanismus auch drin. Aber ändern können wir da jetzt nichts. Hier können wir nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt gern noch gesehen, was in den Barrels drin ist. Da lagen nur eben hier noch zwei Steine, oder? Was haben wir jetzt gedrückt? Das große R, View Buildings Information. Na, nix. Das View Rooms Building Set Building Task hatten wir schon. Gucken wir mal gerade hier rein. Die sind alle noch zufrieden, das ist schön. Das Steinlager ist jetzt da oben voll. Schlafräume. Gucken wir mal, ob wir noch Betten bauen können. Das geht noch. Die sind noch welche fertig geworden. Da geht auch noch eins hin. Da auch noch. Und da auch noch. Jetzt fehlen uns nur noch, glaube ich, 4 Betten. Kann das sein? Sieht so aus. Ach, wir haben aber noch welche. Das sind ja noch 2. So, jetzt haben wir keins mehr, ne? Need Bed, genau. 2 Stück fehlen noch. Ups. Kuh. Hatten wir das hier bauen lassen? Oder da oben? Ne, da oben waren die Türen, hier unten waren die Betten. Dann bauen wir hier noch 2 Betten. Gut. Wie weit sind denn die Türen? So wie es aussieht, sind die alle fertig. Build Doors. Need Doors. Die haben wir doch da oben gesagt, der soll die Türen machen. Oh ne, die waren Masons. Das war nicht. Das waren Steintüren, die wir auch im Auftrag gegeben haben. Kuh. Hier sind sie und da macht keiner was, weil der voll beschäftigt ist damit. Wa? Okay. Stockpile. Das sind Food. Stockpile. Sind wir uns denn da so sicher? Steht da wirklich dran? Hm. Tee. Irgendwie muss ich jetzt mal gucken. Mit Q kann ich nicht sehen, was da drin ist, oder?
Ah, jetzt sehe ich das gerade. Wir müssen mal gerade hier hin. Und Give to a Pile Workshop. Drücken wir mal G. Move to the cursor to the workshop pile you want to give to. Das hier ist der. So, dann müsste das ja passen. Jetzt müsste der eigentlich die Steine da wegholen. Und das hier war Craftsworth's Workshop. G, machen wir nochmal und das müsste hoffentlich dann auch zu dem zweiten funktionieren. Enter. Escape. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt klappt. So, wo ist denn der Mason gerade? So, wo ist der? Wo ist das? Was er mir da gerade anzeigt. Some immigrants have arrived. Aha. Steht da nicht auf der Karte. Wo sind sie denn? Ach, da unten blinkt der Förster. Da weiß ich auch nicht, was da gerade geschossen ist. Super, das Fenster. So, was haben wir da noch? Da kommt V war das, ne? View Units, genau. Das ist, wie gesagt, ein Ranger. Das ist ein Bunny, ein Hase. Da kommt noch eine Katze. Dann noch ein Farmer. Mal gerade gucken. Das ist ein Farmer und das ist ein Furnace Operator. Aha, der macht Feuer. Aber was will das jetzt alles hier von mir? Naja, okay, dann muss ich erst gucken, was das System hier so macht. Ist ja super toll. Ich bedanke mich recht herzlich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.